Sind Sie ganz sicher? Theresa ist meine große Liebe. Peter, ich freue mich, dass Sie Ihre Liebe gefunden haben. Aber der Name der Frau, die Sie lieben, heißt Elena. Elena Majorelle. Haben Sie verstanden? Elena. Sie lieben Elena. Nur das ist wichtig. Alles andere müssen Sie vergessen. Bitte schön, ein Himbeerlassi. Wohl bekommst. Das geht nie und nimmer. Du bist für alle hier Moritz. Und der hat bereits studiert. Ja, natürlich kann ich mich offiziell einschreiben, das ist mir schon klar. Aber ich kann ja einfach nach München gehen, mir die Vorlesungen ansehen, ja? Und den Rest mache ich als Fernstudium. Du weißt doch gar nicht, wovon du redest. Wieso bleibst du denn nicht bei deiner Burnout-Idee? Ein Studium, also wirklich. Du hast doch gar kein Abitur. Ja, war mir schon klar, dass du mir nichts zutraust. Ich traue dir einiges zu, aber Moritz war ein begnadeter Architekt. Da muss ich eben besonders gut lernen. Trotzdem wird jeder merken, dass du nicht dasselbe Talent besitzt. Und am Ende ironierst du nur seinen guten Ruf. Ich habe in meinem Leben schon einiges geschafft. Tango-Tänzer, Barkeeper, Türsteher. Ich schaffe auch ein Studium, ja? Ja, klar. Es gibt ja nichts, was ein argentinischer Mann nicht kann. Du denkst, ich bin nicht so schlau wie Moritz, ha? Ich möchte nur verhindern, dass du dich lächerlich machst. Du wolltest, dass ich hier bleibe. Jetzt versuche ich, das hier durchzuziehen. Und genau das wirfst du mir vor. Ich will lediglich, dass du dich nicht in eine sinnlose Sache verrennst. Hallo? Probleme? Du, im Moment ist gerade ganz schlecht. Was darf sein? Zwei Spritz. Ein Tonic dazu? Ja, bitte. Wunderbar. Ich zähle gleich bis drei. Und Sie sind vollkommen wach und fühlen sich wohl. Eins. Zwei, drei. Alles in Ordnung? Hab ich was erzählt? An was können Sie sich denn erinnern? Ich hab mich so angenehm leicht gefühlt, fast als wäre ich nicht vorhanden. Mhm. Aber meine Vergangenheit? Leider. Ich muss Sie enttäuschen, Sie haben nichts darüber gesagt. Kein Wort? Mir ist nicht gelungen, in Ihr Innerstes vorzudringen. Ich fühle mich trotzdem irgendwie besser, irgendwie befreit. Wo ist denn Elena? Ich habe sie weggeschickt, um mich besser auf ihre Hypnose konzentrieren zu können. Okay, ich schau mal, wo sie steckt. Es ist besser, Sie ruhen sich erst aus. Ich fühle mich super. Vertrauen Sie mir, Sie sollen jetzt nicht herumlaufen. Nur eine kleine Weile. Dann können Sie machen, was Sie wollen. Okay? Ja? Ja. Bis gleich. Ja. Also wie gesagt, 20% mehr Gehalt, eine Woche mehr Urlaub, einen saftigen Zuschuss auf die Überstunden. Na, wie klingt das? Das klingt gut. Also wenn du noch Fragen hast, du weißt ja, wo du mich findest. Gut. Was regen Sie denn da? Was regen Sie sich denn so auf? Haben Sie nicht schon genug Schaden angerichtet? Wie viele Leute wollen Sie denn noch abwerben? Drei Kollegen, übrigens sehr kluge Leute, begleiten mich in das neue Hotel. Noch sind Sie am Fürstenhof angestellt? Genau. Und zwar als Ihr Vorgesetzter. Und jetzt ab an die Suppe.
ist denn bloß los mit Ihnen, André? Ich denke an meine Zukunft und an die meiner Kollegen, die es satt haben, sich ständig in den Hintern treten zu lassen. Ist das so? Eben. Den Eindruck haben doch nur Sie. Und damit hetzen Sie meine ganze Mannschaft auf. Wie gesagt, Sie können sich gern meiner Truppe anschließen. Jetzt ist Schluss. Sagt mal, wie wär's denn mit 20% mehr Gehalt? Ja. Sie haben vorhin mit dem Chef gesprochen? Bitte? Ging's um was Wichtiges? Nee. Ich hab den Eindruck gehabt. Ja, wir haben nur ein bisschen geplaudert. Xaver, Sie wissen schon, dass Sie mit mir über alles reden können, oder? Ich meine, wenn jetzt irgendwas wäre, irgendwas, das unsere gemeinsame Arbeit betrifft, dann würden Sie doch zu mir kommen, oder? Ja, ja, klar. So, wie man es unter guten Kollegen halt macht, oder? Es ging doch um so eine Sache. Herr Saalfeld wollte sich vergewissern, dass ich dem Fürstenhof gegenüber loyal bleibe und nicht kündige. Sonst nichts. Nee, das war's. Oder wollten Sie jetzt auf was Bestimmtes hinaus? Wenn es so weitergeht, stehe ich ganz alleine am Herd. Ich habe Werner gesagt, er muss André sofort rauswerfen. Aber er hat Angst, dass dann in der Küche gar nichts mehr funktioniert. Also unter diesen Umständen werde ich meine Bedenkzeit zurückziehen. Ich werde gar nicht in Urlaub gehen. Wenn Sie wollen, übernehme ich die Küche. Das habe ich gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Tja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Vielleicht könnten wir zusammen runtergehen und könnten den Kerl gleich rausschmeißen. Das muss leider noch einen Moment warten. Ich muss nämlich dringend nach Tölz. Können Sie das nicht verschieben? Das sind potenzielle Spender für Afrika, die versetzt werden. Außerdem würde ich das mit Werner gerne noch absprechen. Natürlich. Könnten Sie André so lange ein bisschen auf die Finger schauen? Können Sie sich auf mich verlassen. Frau Sonnenbichler. Was würde der Fürstenhof ohne Sie und Alfons machen? Ihr bringt ja ganz schön viel Unruhe in den Laden. Macht euch eine Menge Feinde. Aber auch Freunde. Manche sind ganz begeistert von uns. Ja, André, der Verrückte. Ich würde dir auch gern helfen. Weißt du, in unserem Hotel könnte ich dir eine viel größere Praxis organisieren. Mit hohen Fenstern, hellen Räumen. Du könntest dann den gesamten Patientenstamm mitnehmen. Schließlich ist es ja nur ein Katzensprung von hier entfernt. Oder fühlst du dich dem alten Saalfeld in irgendeiner Weise verpflichtet? Sehe. Ich habe mich erst vor kurzem aus meiner Wohnung geworfen. Warum zögerst du dann? Ich fühle mich im Moment sehr wohl hier. Ah, deine neue Freundin, hm? Na komm, jetzt erzähl schon was von Gitti König. Sie ist süß, hm? Ja, süß, wenn sie will, ja. ja, so, wir sind auf einem guten Weg. Also, ist es ernst zu schnell? Ernst? Was ist schon ernst? So wie bei uns damals? Heirat haben wir noch nicht gesprochen. Warum fragst du denn nicht deine Königin, ob sie mit dir in einen neuen Palast ziehen möchte? Hm? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat gerade hier als Geschäftsführerin begonnen. Ich glaube nicht, dass sie das Hotel wechseln möchte. Bist du sicher? Ja. Ja, sie ist sehr glücklich hier.
Hier steht alles über Buenos Aires drin. Dankeschön, ist ja lieb von dir. Dann muss ich Konstantin zumindest keine Löcher im Bauch fragen. Falls es mal zu unserer Hochzeitsreise kommt. Na dann. Was war denn eigentlich vorhin los in der Bar? Habt ihr euch gestritten? Nur eine Sache zwischen Mutter und Sohn. Mach dir keinen Kopf. Hört sich ja geheimnisvoll an. Ich habe Konstantin nur gesagt, was ich von seiner Idee, Architektur zu studieren, halte. Konstantin will Architektur studieren? Völliger Unsinn. Wieso denn? Traust du es ihm nicht zu? Aber das ist doch völlig unrealistisch. Was hat er denn für einen Schulabschluss? Er hat doch kein Abitur. Ja, aber ich kenne ihn ziemlich gut. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Außerdem, er muss doch keine Prüfungen machen. Das hat Moritz alles schon für ihn erledigt. Konstantin hat viele Talente. Aber auf einer Uni hat er nichts zu suchen. Moritz war doch auch da. Aber Konstantin ist doch ganz anders. Er hatte keinen so leichten Start ins Leben und ist nicht seine Schuld. Was willst du denn damit sagen? Dass du in ihm was gut zu machen hast. Du musst ihm eine Chance geben. Ich denk drüber nach. Vielen Dank für das Buch. Elena! Ah, hier steckst du. Oh je. Oh. Du hattest recht gehabt. Er liebt mich nicht. Er liebt nur Theresa. Irgendwas ist zwischen den beiden. Das habe ich von Anfang an gemerkt. Du musst dir wegen dieser Frau nicht mehr den Kopf zerbrechen. Glaube mir, sie wird ihm in Zukunft völlig egal sein. Willst du mich quälen mit falschen Hoffnungen? Elena, hör mir gut zu. In seinem Herzen gibt es ab sofort keine Theresa mehr. Unter Hypnose ist vieles möglich. Du hast ihn hypnotisiert, damit er diese Frau vergisst. Mhm. Bist du verrückt? Das will ich nicht. Aber er hat schon nach dir gefragt. Er liebt jetzt nur noch dich. Weil du in seinem Kopf herumgespielt hast. Elena, ich will nur, dass du glücklich bist. Hm? Egal, was er jetzt sagt, er liebt mich nicht und er wird mich niemals lieben. Doch. Das hättest du nie tun dürfen.